Guten Morgen! Die Woche neigt sich zu Ende und am Ende der Woche werde ich nochmal ein Thema ansprechen, was mir sehr auf dem Herzen liegt, weil die Gesellschaft sich extrem blenden lässt. Und das ist ein Video, was ihr unbedingt den Leuten teilen solltet, die immer davon reden, ja, ich nehme ja wenigstens Biofleisch. Biofleisch ist gut. Und da möchte ich heute einfach mal was sagen dazu. Was, glaube ich, viele so noch nicht wissen. Die Information kommt großteil aus dem Buch, das ich mal rezensiert habe, das Schweinesystem. Und ich will sagen, ein Aussteiger, das klingt wie so aus einer Sekte, aber wie jemand aus der Fleischindustrie, der immer noch Kontakte zur Fleischindustrie hat und da auch in gewisser Weise auch teilweise Interessensvertreter ist, ja, über die Zustände in der Fleischindustrie berichtet und eben auch in der Bio-Fleischindustrie. Und da möchte ich heute ein bisschen was dazu sagen. Ich habe als Setting mal wieder mich hierher gesetzt, wie bei den Fastenvideos, weil ich hatte das irgendwie eine ganz angenehme Atmosphäre, hier mit euch zu reden. Ich fühle mich irgendwie ganz anders, als wenn ich in der Küche vor dem Bluescreen stehe. Es ist irgendwie so eine vertrautere Atmosphäre und könnt ihr mal gerne euer Feedback geben, ob ihr das so angenehm findet, dass ich so mit euch rede oder ja, quasi vom Bluescreen und alles so YouTube-technisch ein bisschen besser aufbereitet. Ja, eure Meinung einfach dazu, interessiert mich. Also, kommen wir zum Thema. Biofirmen oder Firmen, die Biofleisch vertreten, wie zum Beispiel Biopola oder generell, es gibt ja ganze Ketten wie Naturland, die, also das Siegel, was halt Biofleisch vertreibt, die werben immer mit natureigenen Verhalten. Und dazu kommt auch noch der Verzicht auf Wachstumshormone und oder Wachstumsförderer und auch der Verzicht auf Hormone. Das sind immer so ja, Sachen, die immer in der Werbung genannt werden. Einerseits ist halt immer so, Wachstumsförderer und Hormone, die sind auch im konventionellen, in der Bioaufzucht von Tieren sowieso verboten. Und dass man damit wirbt, das sollte einen schon zu denken geben. Ne? Da ist wieder das Marketing im Spiel und ja, also da ist überhaupt auch im konventionellen Anbau nicht Anbau, im konventionellen Aufzucht von Tieren nicht erlaubt, Wachstumsförderung und Hormone. Und dann kommt ja immer das natureigene Verhalten oder das artgerechte Verhalten. Das wird ja gefördert durch ja, die Biolandwirtschaft. Und ja, also generell, was wir denken, wird dadurch beeinflusst, was das Marketing sagt. Und wenn das Marketing sagt, naturgerechtes Verhalten, artgerechtes Verhalten, ne, natureigen, dann denken wir, das ist so. Und wir machen uns überhaupt keine Gedanken darüber, dass die Unternehmen das, was sie sagen, dass sie das deshalb tun, damit sie was verdienen. Und das ist eine grundsätzliche Problematik, die viele in dieser Gesellschaft überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Dass das, was diejenigen sagen, die etwas verkaufen, dass man das nicht ernst nehmen kann. Dass es nur darum geht, die Aussage so zu gestalten, dass ein maximaler Profit erwirtschaftet wird. So, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Ich habe mir das hier auch aufgeschrieben. Biolandwirtschaft. Fangen wir an beim Biolachsen. Wie sieht es aus mit dem natureigenen Verhalten? Also bei Biolachsen ist es so, dass sie vor der Geschlechtsreife Schwarmtiere sind, die auch in Bio-Aquakultur eben dieses Verhalten nicht ausleben können. Und sie bekommen auch in der, aufgrund dieses Nicht-Auslebens-Könnens ihres natureigenen Verhaltens, bekommen sie auch häufiger Lachskrankheiten als Wildtiere. Das heißt, ist es einfach falsch, eine falsche Aussage, dass Lachse artgerechtes oder natureigenes Verhalten in Bio-Aquakultur leben können. Und ja, das ist eine Sache. Dann geht's weiter. Suppenhuhnküken, das ist auch so eine Sache. Ne? Ihr wisst ja, oder vielleicht wisst ihr das nicht, dann erfahrt ihr das jetzt, dass bei jeglichen Hühnerprodukten oder generell, wenn man Hühnerprodukte konsumiert, egal ob das Eier sind, ob das, ja, ob das, das Hühnerfleisch an sich ist, alles was damit, oder Hühnereiweiß, alles was fast überall drin ist, alles was damit verbunden ist, fördert halt die Hühnerzucht. Und was passiert bei der Hühnerzucht? Und insbesondere eben bei den Suppenhuhnküken ist das so. Und das ist halt eigentlich so perfide, dass das ist einfach. Nach der Geburt wird getrennt zwischen männlichen Küken und weiblichen Küken. Und da die weiblichen Küken, genau wie die weiblichen Menschen,
schneller fett werden, also besser gemästet werden können, werden die männlichen Küken einfach geschreddert. Das heißt, da gibt es einen Schredder und da werden die Tiere, die gerade das Licht der Welt erblickt haben, gerade so rausgucken, aha, wie sieht es denn hier aus? Die werden dann so genommen oder auch automatisiert vom Fließband erfasst und einfach in den Schredder getan. Die werden geschreddert. So, das passiert. Und das passiert auch bei der Biolandwirtschaft. Die macht da keinen Unterschied. Auch bei Bio werden die männlichen Küken geschreddert. Das ist so unfassbar eigentlich, so unfassbar, wenn wir hier von Tierschutz oder sonst was reden, dass kleine Babys einfach geschreddert werden. Also, unglaublich. Ja, und ist auch so, bei der Hühneraufzucht ist es so, dass die Masthühner, die werden restriktiv gefüttert. Das bedeutet, dass es gibt bestimmte Füttermahlzeiten und dort müssen sie dann essen. So. Und das ist eben auch nicht das arteigene Verhalten. Arteigen ist, dass die Hühner dann, wenn sie Hunger haben, wenn sie das Bedürfnis haben, dass sie dann essen. Und nicht dann, wenn ja, die Mahlzeiten sind. Und warum wird das gemacht? Weil es unwirtschaftlich ist. Ne? Es ist immer wieder genau das mit den männlichen Küken. Ne? Die werden geschreddert, weil es unwirtschaftlich ist. Ja, und das ist halt alles kein artgerechtes Verhalten. Entsprechend bekommen die Hühner oder die Puten bekommen dann auch Krankheiten. Auf der Seite von Biopolar, das ist eben so ein Anbieter von Naturfleisch, wird das auch explizit erwähnt. Da wird gesagt, Puten sind sensible Wesen. Und aufgrund dieser ganzen Sache ist es so, dass es halt, dass sie 10% einfach wegsterben, weil sie halt nicht arteigen gehalten werden oder naturgerecht. Und bei uns Menschen ist das ähnlich. Ne? Es ist halt aufgrund der Medienlandschaft und der Unternehmen, die darin agieren, eben nicht so offensichtlich. Ne? Es ist bei uns auch so, wer sich nicht artgerecht ernährt, wer sich nicht natureigen verhält, ne, der bekommt Krankheiten und der stirbt. So. Das wird natürlich, wie gesagt, kaschiert, weil die Anspruchsgruppen alle immer die Geld verdienen wollen, Macht, was früher durch Kriege mit Schwert und Lanze quasi offensichtlich war, ist heutzutage so suggestiv, dass man überhaupt nicht mehr realisiert, dass man ein Riesenkrieg um Macht, um Geld ist. Ja? So haben sich die Zeiten geändert. Und ja, und das ist halt eben, was man wissen sollte, wenn es darum geht, ja, Biofleisch zu glorifizieren. Was wir als Bio verstehen, biologisch, natureigen oder sowas, was uns sozusagen auch suggeriert wird durch die Werbung, hat wirklich gar nichts damit zu tun, was Biofleisch bedeutet. Das sind nuancielle Verbesserungen, die mit diesem Siegel einhergehen. Und das hat man auch nur gemacht, weil man dem gesteigerten Bewusstsein der Verbraucher Rechnung tragen musste. Die Verbraucher haben gesagt, hey, das ist scheiße, was ihr mit den Tieren macht. Und wir möchten gute Nahrung. Wir möchten biozertifiziertes, also biologisches Fleisch haben. Und also möglichst so wie vom Bauern so gut. Ne? Das sind auch immer die Bauernhöfe abgebildet. Ne? Aber selbst bei konventionellem Fleisch. Ja, das hat aber nichts damit zu tun. Gar nichts. Ihr könnt es in dem Buch Das Schweinesystem auch, wie gesagt, nochmal nachlesen. Es ist echt. Es ist ein Witz. Es ist wirklich ein Witz und es grenzt an Verbrauchertäuschung, dieses Bio-Siegel bei der Biolandwirtschaft. Und deswegen mein expliziter Aufruf nochmal, wenn ihr unbedingt Fleisch kaufen müsst, weil das einfach zur Zeit für euch nicht anders geht, ne, dann achtet weniger auf irgendwelche Siegel, sondern nehmt euch vielleicht wirklich die Zeit, weil das schafft auch ein bisschen Bewusstheit, mal wirklich zu einem Bauernhof zu fahren, wenn das außerhalb der Stadt ist, sich das mal vielleicht anzugucken und zu schauen und vielleicht irgendeinen Bauernhof zu finden, wo ihr den Eindruck habt, okay, das ist schon halbwegs noch besser. Informiert euch da. Ein Siegel gibt euch keinerlei Informationen, das sind ein paar nuancielle Verbesserungen, das ist gar nichts. Und ihr unterstützt im Endeffekt dieses System, dieser Siegel, dieser Label, was letztlich nicht vertrauenswürdig ist. Und entsprechend, ja, das ist heute mein Aufruf. Und idealerweise, ja, geht halt den Weg und versucht euch, ja, davon zu lösen, von dem Fleischkonsum, weil es halt eure Gesundheit auch nicht gut tut und eben auch den Tieren nicht gut. Und ja, versucht es halt mit einer veganen Ernährung, mit einer pflanzlichen Ernährung. Und versucht einen langsamen Umstieg. Informiert euch gut, gibt viele gute vegane Kanäle, die euch da informieren,
was zu beachten gilt beim Umstieg. Ein veganer Kanal ist jetzt auch neu entstanden. Das ist die Stefanie von Steffi Gains Knowledge. Und sie hatten, also die Steffi ist ein Mensch, der unheilbar krank ist. Sie leidet an einer neuromuskulären Erkrankung, die ja sozusagen dazu führt, dass sie halt dann irgendwann tot ist. Und ja, ist halt unheilbar. Und sie macht es öffentlich. Sie hat die Diagnose bekommen und lässt halt die Leute dran teilhaben an ihrem Weg. Und zwar authentisch und sozusagen aktuell, ne? Nicht irgendwann hat irgendwie mal jemand eine Krankheit besiegt und schlachtet die dann irgendwie aus kommerziell und sagt, deshalb müsst ihr euch jetzt nach der Ernährungsweise XYZ ernähren und das hat geholfen. Obwohl vielleicht ein ganz anderer Einflussfaktor da der entscheidende war. Und deshalb ja, kann ich euch nur empfehlen, der Kanal ist gerade neu gestartet. Ich glaube, er hat 4 Abonnenten oder sowas. Ich habe ihn auch direkt abonniert. Ja, da mal reinzuschauen. Denn die Steffi hat jetzt auch an der Mission Vegan 5 mit teilgenommen. Das ist so ein, ja, das weltweit größte kanalübergreifende YouTube pflanzenbasierte Rezeptebuch. Eigentlich ist es ein Spiel, wo man immer eine Zutat austauscht und daraus ein neues Rezept kreieren möchte. Und ja, die Steffi hat so ein Hirseküchlein mit Avocado-Topping gemacht. Und ja, das könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Das Video von ihr und ihrem Kanal verlinke ich oben und vielleicht auch unten in der Infobox. Und ja, ich würde mich da echt freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Die Steffi ist echt eine Liebe, eine sympathische und ich finde halt dieses Teilhaben lassen in so einer Situation, wo man halt weiß, man ist unheilbar krank und teilt den Weg mit anderen, ist was sehr, sehr Wertvolles. Viel, viel wertvoller als viele andere Kanäle, vielleicht auch viel wertvoller als mein Kanal. Das sind einfach so Teilen und das sind einfach Kanäle, wo ich sage, ja, das ist halt toll, dass es YouTube gibt und dass die Leute die Möglichkeit haben, das ja möglichst vielen Menschen zu teilen. Und ja, schaut da vielleicht mal rein. Ansonsten, wie gesagt, Biofleisch, ja. Ihr habt es gehört, Finger weg, generell von Fleisch würde ich sowieso sagen, zumindest das ist meine Erfahrung. Und Biofleisch macht es nicht wirklich besser, von daher, ja, vielleicht etwas besser, aber wirklich nicht signifikant. Und von daher, ja, das wollte ich einfach mal sagen, weil oftmals beruhigt man sein Gewissen, sagt, ja, ich kaufe Biofleisch, alles ist gut, da haben es die Tiere ja wenigstens gut gehabt und. Das könnte falscher nicht sein. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch trotzdem noch ein schönes Wochenende. Ich mache jetzt gleich los zur Revolution in Berlin. In Berlin am Samstag und Sonntag jetzt. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, Karte kostet 10 Euro pro Tag, 15 Euro das Wochenendticket. Ich werde an beiden Tagen wahrscheinlich da sein. Ich bin wahrscheinlich nicht zu übersehen aufgrund meiner Größe. Sprecht mich einfach an. Ich würde mich freuen und ja, dann. Werde ich euch vielleicht auch von der Revolution berichten, vielleicht ein kleines Video machen, das weiß ich noch nicht, je nachdem, wie ich Lust habe. Wie gesagt, schönes Wochenende, kommt gut rein und alles Liebe. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.